im Allerheiliger Platz finden. Aber jetzt möchte ich dann noch zu dem Hänseln kommen, das sogenannte Hänseln, wie es hier üblich ist. Ich bitte um Mithilfe und Schnapsglas. Hilfe, du bleibst bei. Die Tanne, so wie ich die Paare eben vorgelesen habe, auch mit der Hänselei an. Das ist für jedes Paar was Neues. Aber ich denke, dass wir das Beste daraus machen. Des Dorfes damit aufgenommen. Und dazu haben Sie einige Fragen zu beantworten. Ich bitte die Heidi und den Eugen auf den einen Stuhl. Zusammen, wenn es geht, ja? Ich halte fest. Jetzt setzen. Wenn es geht, stellen. Ja, wir halten fest. Steht das sicher? Sein. In unserer Gemeinschaft wohl aufgenommen. Vielleicht könnte noch ein Kindchen ankommen. Ich wünsche euch beiden hier nach dem Schwur viel, viel schöne Tage, einen schönen Lebensabend in Frankenhain. Fühlt euch hier wohl. Wenn ihr den Schwur jetzt treue schwören könnt, dann seid ihr herzlichst bei uns aufgenommen. An der Fahne der Männerkirmes hängen Symbole der Liebe. Muss wissen, wo er suchen muss, auch die Dame. Da es heute viel mit Aids zu tun hat, haben wir der großen Star ein bisschen was übergezogen. Alles klar. Ich würde die Heidi bitten, dir das gegenwärtige Stück auszusuchen, was dein Mann im Ehelisten kommt. Und dann in die Menge hineinzurufen, ich bleibe den Dingen treu. Den Schwur auf die Frankenheimer Männerfahne. Ja, den musst du nicht nehmen. Da in den Büschen hängt noch was, ja. Nee, nee, pass an. Entlassen, müsst ihr euch zwischen den Rücken, fühlt euch wie zu Hause. Ich bin das nächste Gäbe auf den Stuhl. Erst die Dame, dann den Herrn. Ja. Ich kenne den Schwur, ihr wisst, was er bedeutet. Helmut, zeig hin, was da dran hängt. Erika, such dir was aus, was ihm am nächsten kommt und ruf in die Menge, ich bleib dem Ding treu. Bleib dir treu! Hier! Ja. Prima! Also steigt dir gleich deine Ding treu, jetzt alles klar, dann müssen wir gleich jawohl. Lieber Weber, bei dem vielen Haaren,
würde ich entsprechen. Weil hätten wir selber, das sucht ihr weiter aus. Ruft in die Menge, ich bleib dem Ding treu. Bleib dem Ding treu. Der Fahnenträger ist zu Füßen, die bei den Gruppen auf sind. Zusammenleben habe ich mir, ich muss dabei lächeln, erlaubt, etwas vorzubereiten. Der Frank weiß nichts davon, aber es soll ja auch ein Gag sein. Ich werde mal was verlesen. Ich halte in meinen Händen einen Ehevertrag. Der Text lautet wie folgt. Unter Zeugen gebe ich bekannt, Sonja und Frank werden wir genannt. Ist es an der Zeit, wird diese junge Frau befreit. So, dass es alle hören, will ich feierlich am Kirmesmontag hier auf dem Anger schwören. Kommt der Tag dann herbei, halte ich alle Zeugen frei. Den 25.07.1994, Frank, und ich bitte dich jetzt hier zu unterschreiben. Unsere drei Extra-Touren und dann sollten wir, ja, das machen wir.